Jetzt aber komm! Hey! Aus die Sau! Klasse, runter! Nee, Max, ne? Komm mal! Ja, pfeif ab, Mensch. Pfeif ab. Nochmal! Komm! Post leer!
Der war überhaupt kein Abseits. Der war überhaupt kein Abseits. Ja Marco, 4-2 gewonnen hier in Storkow. Erstmal Glückwunsch zum aus meiner Sicht auch verdienten Sieg. Danke. Am letzten Wochenende 9-1 in Hesen verloren. Jetzt hier beim Spitzenreiter gewonnen. Hm. Ja, wie war heute der Plan? Eigentlich war er so wie immer. Also wir versuchen eigentlich immer das Spiel oder den Ball zu dominieren oder den Ballbesitz zu dominieren. Wirklich über ordentliche Dreieckstaffelung eigentlich den Ball sauber von hinten nach vorne durchzuspielen. Hat letzte Woche überhaupt nicht geklappt, weil der Gegner super gepresst hat. War uns klar, dass das heute auch so wird. Haben es dennoch deutlich besser geschafft als vergangene Woche und haben eigentlich so über die 90 Minuten auch wirklich eine super Reaktion auf das Spiel von letzter Woche gezeigt. Den Plan wirklich trotz dieses Rückschlags so durchzuziehen, wie gesagt, gegen den Tabellenreiter, gegen den Spitzenreiter, ja, einfach phänomenal von der Einstellung her, von der Disziplin her, wirklich das so über 90 Minuten durchzuziehen. Mhm. Ja, wenn man jetzt mal die letzten oder die bisherigen Spiele überhaupt betrachtet, ist ja doch eine große Diskrepanz Auswärtsbilanz, Heimbilanz. Ist das jetzt ein bisschen bedingt durch die typischen Probleme einer zweiten Mannschaft oder wie kommt das? Teils. Also wir haben ein Spiel mit 12 Toren verloren, 12-1 glaube ich, gegen Henningsdorf war das, dann einmal ein 7-0 gegen Lienicke. Und das waren schon Spiele, wo dann ein erheblicher Teil derjenigen Spieler gefehlt hat, die sonst immer dabei sind. Und ja, sind die typischen Probleme einer zweiten. Es sind einige Familienväter, Berufstätige, die auch am Wochenende arbeiten müssen und dann jetzt in der Zeit natürlich auch Krankheiten. Und dann kriegt man da als Mannschaft schon auf dem Zahnfleisch. Und da muss man dann auch mal Spieler aktivieren, die dann länger nicht dabei waren. War heute aber nicht der Fall. Heute hatten wir wirklich eigentlich so unsere volle Kapelle dabei. Sicherlich der ein oder andere gefehlt. Wir hatten nur zwei Auswechselspieler. Aber sicherlich, man kann so ein Spiel nicht so spielen, wenn man da nicht wirklich seine Top-Truppe dabei hat. Hm. Ja, vor der Saison, ihr habt ja bisher immer in der Kreisliga Ost gespielt, jetzt Kreisliga West. Hm. War ja mehr oder weniger unbekannt alles von den Gegnern. mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden? Sehr zufrieden. Also wir hatten in der letzten Saison erst so ein paar Spieltage vor Schluss den Klassenerhalt geschafft. Dann kam der Wechsel in die Weststaffel und da hieß es immer, die ist schwerer als die Oststaffel. Und dass man jetzt so nach der Hinrunde so eine gute Platzierung hatte, punktemäßig auch. Ich denke mal, Erwartungen mehr als erfüllt. Und jetzt orientieren wir uns an dem, was wir in der Hinrunde geschafft haben. Auch die Art und Weise, wie wir gespielt haben, wie wir gepunktet haben. Das hier heute war wieder so ein Schritt oder wieder so ein Spiel, wie wir es auch in der Hinrunde hatten. Und ich denke, wenn wir das dauerhaft abrufen können, denke ich mal, wird die Rückrunde ähnlich gut wie die Hinrunde. Alles klar. Bedanke ich mich fürs Statement. Vielen Dank. Für den Rest der Saison. Viel Erfolg. Euch auch. Vielen Dank. Ja, André, erste Punktspielniederlage in dieser Saison. In meinen Augen auch vollkommen verdient. Ja, ein Beinbruch ist es sicherlich nicht, aber wie fühlt man sich so nach der ersten Saisonniederlage? Ja, sicherlich enttäuscht. Ne? Wir wussten auch, dass das Henningsdorf vorher gepatzt hat und ja, wir konnten das jetzt nicht nutzen. Mhm. Aber Niederlagen gehören dazu. Müssen wir ja, erstmal verdauen, weitermachen. Darf jetzt kein Einbruch sein für die Mannschaft. Und, ja. Mhm. Ja, wo siehst du da eigentlich die Gründe? Ich meine, Abwehr fand ich heute sehr wackelig. Vorne kamen viele Bälle nicht an oder wo siehst du die Gründe? Ja, natürlich, wir haben auch gerade in der ersten Halbzeit einige Fehler in der Abwehr gemacht.
ja, der Stürmer konnte die Bälle zu leicht annehmen und verteilen. Das darf einfach nicht passieren. Ja, und dann halt, ja, denke ich auch, dass wir manchmal halt nicht richtig zum Ball hören sind, denen zu klären. Beste Beispiel, das war jetzt, glaube ich. Und ja, gut, Niederlagen gehören dazu. Es war ja klar, dass das irgendwann mal passiert. Am nächsten Wochenende richtig schweres Spiel in Heesen. Ja, wie soll es da weitergehen? Natürlich müssen wir uns jetzt ordentlich steigern im nächsten Spiel. Wir müssen uns wieder straffen. Vielleicht kommt die Niederlage auch zum richtigen Zeitpunkt. Ja, bitte, dass Tarek jetzt gelb-rot gesperrt ist. Der eine oder andere fehlt, wie ich schon gehört habe. Müssen wir dann mal gucken. Aber wir fahren dann definitiv nicht hin, um zu verlieren. Wir wollen gewinnen. Und ja. Alles klar. Bedanke mich fürs Statement und wünsche schon mal viel Erfolg.